Weiter geht's mit King's Bounty 2. Wir waren ja gestern in die Magierstadt gekommen. Turm der Magier. Habe ich mir nicht gestern eingebildet, dass die alle Bezeichnungen hatten? Ja, wahrscheinlich, ach, weißt du, wann die Bezeichnungen haben? Wenn du an dem Schnellreisepunkt auch bist und den anklickst. So, für Yvonne müssten wir ganz zurückgehen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hinten die zwei Quests noch abgrasen. Dann haben wir nämlich in der Stadt mit allen geredet. Und können uns neuen Aufgaben widmen. Hinzu kommt, ich habe gerade, ja, offscreen, beziehungsweise als die Aufnahme nicht lief, ein bisschen umgestellt mit den Punkten. Also die Talente neu verteilt. Deshalb sieht man, das nächste Zurücksetzen kostet einfach 10.000 Münzen. Hasse ich übrigens. Warum haben sie es überhaupt eingeführt? Also es ist ja nicht so schlimm, wenn du mal Talente zurücksetzt und wieder auffüllst. Das ist die Zaubermanufaktur. Natürlich ist das die Zaubermanufaktur. Ja, komm her, Hund. Wusste mir auch nicht, dass ich hier oben noch was zu essen habe oder auch nicht. Guck, hier ist nichts zu essen. Kannst dich hinlegen und mich wieder erwärmen, damit ich wieder einschlafe. Ich habe 2 Punkte frei, nicht 2 Talente. Aber mit den 2 Punkten kann ich gar nichts anfangen, weil das mir in keiner Kategorie irgendwas helfen würde. Obwohl, doch, eine Sache könnte man eigentlich machen. Obwohl, möchte ich jetzt wieder die Heilzauber... Das bringt halt nichts. Die Stufe... Also, das ist das Stufe 2 Zauber. Das ist übrigens gerade ein Fehler, wo ich sehe, das hätten wir vielleicht anders machen sollen. Jetzt habe ich hier den Stufe 2 Zauber, den ich nicht mehr benutzen kann. Weil ich den Zauber eh nicht mehr upgraden kann. Erasmus ist der beste, der ist. Beziehungsweise, ich habe den Zauber geupgradet, als ich das freigeschaltet habe, und jetzt bleibt der Zauber auf der höheren Stufe bestehen. Ich kann aber auf der niedrigeren Stufe nicht rumhantieren. What do you think of this marvel? The first prototype guardian golem. First and until a certain component is found, also the last one. Who is that giant guarding? I seem to recognize the mantle. Didn't you recognize the man? That's his Serenity, Archmage Kaythorn. The Archmage, is it? I'm here on behalf of Prince Adrian. I need to speak with him at once. Oh, that's out of the question right now. First, the Archmage is deep in meditation. He dislikes being interrupted. Second, the Archmage is in low spirits. As his disciple, I assure you, 'tis better to wake a dragon than face him in such a state. You seem a wise fellow. Are you a magister? Strange observation, sir. I am merely a disciple. At such an advanced age, you're still a disciple? Such is the will of the elements, of merciless time, and of my mentor, Erasmus. So many years spent as a junior mage. I'd surely have broken down a... Twinkle, twinkle, little star. Sorry. I got distracted. Are you studying celestial bodies? Yes. I monitor the glow and color of the stars, for such is my discipline. I can see you've come from afar. The road that lies ahead of you is also long. Yes, I have traveled many places, and will probably visit many more. What are you trying to say? I have a map to a dungeon. It is full of magic artifacts and ancient treasures. I had once thought of going there myself, but I see now that this will never happen. Are you going to sell this treasure map? Of course. It's yours for a mere handful of gold coins. Let me think. Last time something like this happened, I ended up fighting an army. How wonderful. You're rich. I'll come back to tell you of my adventures in the dungeon. That map is more than just a dusty old bit of vellum with an X on it. It is a dream. May it come true in your hands. 500 Gold. Kein Ding.
Oh, it's you. I heard about the epic battle in the Marcellan dungeons. Shame I wasn't there. A shame indeed. A mighty warrior's sword would have been helpful. Horus sent me to find you. I'm helping the guard find the tabula, and the guard will help me defeat DuPont. Those are his instructions. The tabula can wait. I have a different task for you. Help us find some fresh recruits for the guard. To restore Nostria's rightful position in the world, Montier sent most of our knights abroad on crusade. There are barely enough fighting men left to guard the citadel. In a tavern not far from here, you'll find Greflet, a former brother-in-arms. He's a mercenary now. He commands a troop called the Grey Knights. Rumor has it, he's drinking pure aqueous by the barrel, brawling and frightening the maids and disciples. Now, here's what I'm thinking. You have a supple way with words. Perhaps you could speak with Greflet and see how he and his Grey Knights are set for work. Ideally, you'll persuade them to leave their mercenary lives behind and enlist in the Royal Guard. They're strong and capable warriors. If you're able to enlist Greflet, many folks will be indebted to you, and not just the Guard. Moment, was kann ich denn bei dir noch machen? Ne, mit dir kann ich gar nichts machen. Das ist die nächste Prüfung. Bürg, anstrengender Scheiß. Gehen wir erst Yvonne retten. Ja, wir retten erst Yvonne. Obwohl, ich würde sogar darauf tippen, dass hier im Osten ein Grenzstein, also ein Markierungsstein sein ist. Oder? Ja, wir retten Yvonne später. Sie ist eingefroren für die Ewigkeit fast. Und der Zauberer hat uns ja gesagt, die altert nicht. Also, wir haben alle Zeit der Welt. Nur die anderen altern. Guess what I saw in the refectory after supper yesterday. Roast beef? Right now. But why? It seems we're about to find Palutinus. Wusste es, ey. Die Menschenbogenschützen sind einfach schlechter als die schweren Schützen der Zwerge. Das ist einfach vom Balancing Kacke. Aber ich dachte, weil ich die. Also den Talenten jetzt die plus 40% habe, mit dem. Mit dem Schutz der Leute, wäre es vielleicht eine gute Option gewesen, aber ist es einfach nicht. Die haben Bonus gegen untote Feinde, sehe ich gerade. Das sollte ich vielleicht in Zukunft berücksichtigen.
Ha, es ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Hier ist direkt der Grenzstein. Beziehungsweise der Markierungsstein. Aber Grenzstein hört sich eh viel besser an. Magic cards divined that you'd accept. Perhaps your magic cards also divined my name? It's Enya, right? Wow. Hexa. See? Magic cards never lie. A mistake. A mistake with Cedric. Mistakes are unacceptable, unprofessional. Here you are. Do not be frightened. Come closer. The Master has ordered that you not be touched, as long as you remain useful. Watch your tongue, Chief. Your hands are soaked in blood. We can sense it. I wouldn't be much of a mercenary if they weren't. Let's get to the point. Naturally. We need to borrow something from the spellcaster's sorceress books. But we cannot enter the mage's tower. The mages are careful to prevent the adepts from entering. We might alter our appearance through magic, but the gates are all protected by the spell of disillusion. We coaxed an ignorant fool from the tower into bringing us notes on this spell. But a group of bandits stabbed him to death before we could procure them. Find the body at the fair. Learn the spell of disillusion's weaknesses. Sneak into the tower and disrupt the spell. Bring us proof of your success, and we will aid you against DuPont. How do I figure out how the spell works? The mage had the notes on his person when he was killed. Read them. Find the weakness. Ich denke, das ist doch abtrünnig. Nur mal so am Rande. But why? Because today I finally screwed up my courage to act. Ich habe nur ein Zwerg zum Einkaufen. Beziehungsweise zum Aufstocken. That wonderful fresh bread from our Garrick. Kaufen wir die anderen zwei Zweige schon mal. Einer kannst du aufstocken aus dem Inventar, beziehungsweise aus der Reserve später, wenn du auf 10-10 hier stehst. Magic recipes. He couldn't stop boasting about it. Oh, I'll tell you more. Asgard used to talk a lot about this cryptic stuff. So. Verkaufen wir mal die ganzen Standardsachen. Alle Talente in der zweiten Reihe Anarchie sind gut. Eine Schaden verursachende Einheit regeneriert 15% des verursachten Schadens als Gesundheit. Moment, eine Schaden verursachende verbündete Einheit. Nicht bei Angriffen auf Untote. Hält er 5% mehr Gold durch den Verkauf von Gegenständen. Ja, Anarchie macht anscheinend reich. Aber das ist halt eine ganz andere Spielweise. Jetzt bin ich, sag ich mal, schon sehr in Richtung von Stärke und Disziplin. Ach, wir jetzt schon auf der anderen Seite, dann kann ich auch eben Yvonne helfen. Ich habe auch die Entwickler haben noch nie mit einem Pferd zu tun gehabt, ey. Vom Bewegungsapparat.
Nur kennen sie nur vom Hören sagen. Da musst du nur einmal Olympia gucken, dann siehst du, was ein Pferd leisten kann. Entschuldigung, ich weiß, viele sind dagegen, dass Pferde bei Olympia eingesetzt werden. Weil alle paar Jahre mein Pferd sich verletzt. Care. Plopp. Are you okay? What happened? Corensis put a spell on you. I lifted it. Oh, by the gods, my head is spinning like a top. Oh. Corensis asked me to give you this bouquet by way of apology. What? Flowers? He understands. Why would I want his apologies? He treats me as his property. Like I'm an amusing plaything. Ugh. He casts a spell on me and violates my person. Then all he does is apologize. Ugh. Und? Also jetzt nicht und, wie er sie behandelt. Aber... Hallo, immerhin Blumen. Wieder komisch, weil ich denke, ich war da definitiv unten. Vom Laufweg her. Dann war ich ja auch, das war ja das Gebiet mit den Trollen. Hier zum Markierungsstein vorne zurück, weil ich keine Lust habe, durch die Stadt zu gehen. Die Zaubermanufaktur. Das ist der Weg schneller. Und was versuchst du da eigentlich auf meinem Schoß? Also entweder lehn dich bei mir an oder lass es, aber dieses... mich die ganze Zeit mit der Nase anstupsen, finde ich ein bisschen abtörend. Und Narbenholzauge. Nicht, dass du mich antören solltest, aber muss ja jetzt nicht sein, dass hier alles an mich abschmierst. But why? Because today I finally screwed up my courage to ask you out on a date. It's divine that you'd accept. Perhaps your magic card. Ach, hier musste der Typ jetzt auch sein, wo wir die Sachen abgeben müssen vom verfluchten Dorf. Benno, Ben. Wegen Schlägerei, Hühnerdiebstahl und anderen Verbrechen gesucht. Sadi, die Banditin. Besteht darauf, dass man eure Stärkelixiere bis oben auffüllt, das kennen wir. Da ist er. Für den mussten wir die Kiste in dem Dorf rumreichen. The device did measure something. Do you understand anything about its function? Oh, of course not. But fortunately, the creator has heard my prayers. Amanda, a neighbor of mine from Parnak, found me. Let me present her to you and she'll explain it all. Amanda? Hello, Amanda. Let me introduce myself. I'm Amanda, a disciple of the Mage's Tower. Bernard was exceedingly nervous about the device, so I said I would try to figure it out myself. Let me see it. Give me a few minutes. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass alle Frauen dasselbe Gesicht haben? Bei Männern ist ja so ein bisschen Unterschied, aber Frauen haben immer nur eine andere Frisur, andere Augenfarbe, aber das Gesicht ist dasselbe.
Let us raise a glass of aquas to the Archmage Caithorn. Die haben alle diese Mini-Stupsnase. Sorry. Oh, you're not from the fair, are you? Did something happen to you? Are you crying? Oh, I'm sorry. Do you know about the fair on the Eastern Road? Merchants from Lorien and Artisania gather there to trade. No, I arrived from the East. What happened? My father, Edel, went to the fair and never returned. He promised to return within a day with a present for me, but he's still not back. Perhaps you'll learn something if you're out that way. Oh my. Ja, wir werden deinen Vater finden. I picked up an iron bar with the oven and battered that bear about his hairy snout once, twice, and the beast was struck dumb. A mighty story, Grufflet. Beating a... Who are you? Another one of those who want to get to the DuPont's estate? So you should know. I only guard it. I have no invitations. Wait. That means you and your Grey Knights guard DuPont? Ha! That's right. I wouldn't have touched him with a 10-foot pole. There was one girl, poetess, but he took her from me, bastard. I hear the Royal Guard is calling up new knights into their ranks. Would you like to come back? Let them call up as much as they wish. I'm not going to return. I don't want to be blamed in Lamorak's death again. Never, ever. I'm tired of that story. Who's Lamorak? I've never heard anything about it. Yes, something. All right. I had a brother in arms, Baron Lamorak. He had a castle right here under the hill. I visited it quite often. So, one day we had a fight in front of the guests. A serious fight. And some bastard took advantage of that. That very night he was killed. Stabbed in the back with a dagger. In his own bedroom. I was accused of his murder and kicked out of the guard. That's it. Not a word more. And Castle Lamorak burned down soon after. Not by accident, obviously. Someone covering their tracks. But my heart tells me that some clues may have been left there. Wish I could find those bastards. Well, I need to examine the ruins of Castle Lamorak. Might well shed light on the mysterious death in the past. Screaming, running around like an arrow-shot horse. Sounds like he was searching for someone's widow. I want to ask you about the mad wizard you mentioned. Mad wizard? I can't tell you much. That odd bird didn't say a lot that made sense. It burst in here, eyes all crazed and gleaming. And as if someone was chasing him with a broadsword. I tried to calm him. I spoke very soothingly. Then he screamed, "Don't touch me! Palatinus's name is cursed!" And fled, never to be seen again. Did you see where he ran? To the old ruins. They're not far from here. A mad wizard? Sounds suspiciously like Palatinus. Der Alchemist, der angeblich ja die Explosion verursacht hat. So I shielded the miller's daughter with my left hand and picked up an iron and battered that bear about his. So, du bist anscheinend fertig mit der Apparatur hier. What does the miracle device say? It indicates a strong efflux of dark charms in the village, most intensely by the mountain wall. What could it be? Oh, Creator, the Mage's Tower! A bold hypothesis, but do you have any proof? Grills! There are several of these round waste grills on high, and one of them is open. That means the mages were dumping their magical garbage down on the village. The locals have nothing to do with it. We thought the villagers of Rickville were poisoning us. They've always hated us. But as it turns out, the mages are truly to blame. A bold hypothesis. But do you have any proof? How about this? Let's meet in the Mage's Tower in the yard by the Market Street. I seem to recall something relevant in the archives. Not to worry. I'll figure something out. Sounds like he was searching for someone. Moment, da hinten ist der. Hier vorne müssen wir noch reingehen wegen dem verschwundenen Lehrling. Hast du was zu sagen? Ach,
so Have you seen a fellow here called Fontaine? He's from Rickville. Yeah. He rushed in here just a little while ago. Scared stupid. Ja, es sind einfach so viele Quests wieder. Terrified someone's gonna come for him. He's a jittery fella. Und man muss immer versuchen, dann den Überblick zu behalten im Kopf. Klopfen. Fontaine, come out of there. Yeah, right. So you can beat me too? Comos, your master, is looking for you. And for his tools. I know. That's why I'm hiding. What nonsense is this? I'll just shake you out of there. Blup. That's better, apprentice. Why were you hiding? I'm trying to stay away from Comos. I got beaten once already today. I don't need a licking from him, too. Who beat you up? These bandits at the fair. I left the carriage behind, too. Go to Rickville and tell your master. But you don't know Comos. He won't listen. I abandoned his carriage and tools. Well, that's all it'll take for him to judge me guilty. Where did these funfair-loving bandits come from? No idea. I ran for it once the brawl started up. People were being beaten, stalls, trashed, things stolen. I just ran. I'm not ashamed. My life is worth more than a box of tools. Das ist Ansichtssache. Die Firma könnte sagen, nö, ist es nicht. Echt, ey, keiner will sich mehr für seinen Arbeitgeber umbringen lassen. Und willst du vielleicht runter, dass du jetzt aufgestanden bist hier an der Seite? Mal dahin, sag mal hallo. Mir ist zu warm auf dem Schoß meines Vaters. Deshalb möchte ich lieber nach unten gehen und auf Papas Füßen rumliegen. Oder versuchen die Füße zu lecken. Eklig, geh weg. Your paladin is right. I have a few questions. Go away! Stop torturing me! My soul is afire! Can you not see how I am suffering? Oh, never again will I pursue easy money. The elementals are charging my shield right now! If you dare break into their cage, they'll tear you to pieces! Neither you nor they can get me! Now get out of here! Venenum, magnum, letum. Veritas, Vista, Amita, Abhava, Satya. Why can't I remember? Now what do I do with Curse it? Curse this poison. Leave me be. Let me focus. Stop pestering me. Ach, jetzt muss ich bestimmt gegen die... Wenn ich genug magisches Talent hätte, könnte ich das wahrscheinlich durch Magie irgendwie verändern. Aber so kann ich nur den Dreck hauen. Und ein Haufen Elementare, ey. Und wäre es natürlich zuerst dran, die feindlichen Elementare, wodurch ich richtig schön viel Schaden bekommen werde.
Wie kann es sein, dass eigentlich riesige Elementare schneller dran sind als ich? Bis 74 Schaden. Abendedelstoff. Stell nicht so an, dass das so lange dauert. Ich habe natürlich keine Möglichkeit, außenrum zu laufen. Doch. Muss ich halt erst manuell machen und dann den Wuchtangriff machen. Ja, ihr seid eingefroren, das ist halt jetzt gerade so, kann ich nicht viel machen. Seid halt alle verlangsamt. Schadenreduktion auf die Fernkämpfer. Ja.
so viele Mana-Steine. Sollte sie schon im Kampf verbrauchen. Fertig. Mich ärgern einfach die menschlichen Bogenschützen. Weil die so kacke sind. Wenn die menschlichen Armbrustschützen. Ich habe das Gefühl, die Bogenschützen waren sogar besser. Warum sprichst du nicht einfach mit mir? So einfach ist das. Zeigen. Do you recognize this letter granting access to the Mage Factory? It has your seal and signature on it. Will you speak up now? Yes, the letter is mine. I'll tell you the truth. My daughter Teresa is severely ill. Our healers were unable to help her, but I'd heard of someone in Artisania. Keep to the point. What did these visitors want from you? I think I know their names. They promised to pay for Teresa's treatment. In return, I was to create a special poison for them. You see, I uncovered a secret of the Dark Adepts. The Mage Factor named it the Widow's Kiss. I haven't a clue why. The poison drives its victims to fits of insanity. Strange name for it. I told Albert numerous times he needed to use Lurianese glass flasks, but he never listened. Poor old fellow. I wonder if he's still alive. How did you destroy the Mage Factory? And don't waste my time with digressions. Yes, of course. I just need to focus. Those greedy aristocrats. They demanded I make them more poison. As if one order wasn't enough. Because of them, I was in a rush, and then... The boiling flask burst right in front of me, poison spraying everywhere. They ran, of course. Oh, Creator. The sound of those screams coming through the window. Dreadful. So how did you escape the madness? I'm not inclined to believe you. I had time to take the antidote. There was little enough of it, but it was effective. And if my hands weren't shaking, I'd buy the elements. I remember nothing more. Why did I come here? When I found you, you were working on some alchemy. What are you making here? More poison? No! I know I'm making an antidote. I must eliminate Widow's Kiss to the last drop. This poison must be destroyed. But wait! Only my retort burst. The second was in Ursula's hands. That's it! They still have the Widow's Kiss! You must find them immediately! Ach, alle schieben eigentlich die Schuld sich hin und her. Ändert aber nichts. Der Witwenkuss muss trotzdem besiegt werden. Beziehungsweise aufgehalten werden. Na, was hast du denn hier so Performance-Probleme? Keiner weiß, was eigentlich passiert ist. Ja doch, so ein bisschen schon. Aber immer nur so ganz wenig. Mein geliebter Prinz, Vater scheltet mich täglich wegen meiner Trödeleien, woraufhin ich davon träume, dass ihr ihn für meine Tränen schalten möget. Dann würdet ihr zärtlich mein Gesicht berühren. Vater meint, er würde bereuen, mich lesen gelehrt zu haben, da diese Liebesmärchen mich nun von der Arbeit abhalten würden. Doch was ist das für ein Leben, das ohne Träume auskommt? Ich denke, ihr werdet mit mir übereinstimmen, wenn ihr meinen Brief an diesem geheimnisvollen Ort je finden werdet.
Oh, wie gerne würde ich euch die Aussicht zeigen, die man von hier aus hat. Sie lässt einen über die Vergangenheit sinnieren. Vielleicht eilte der Magier, den ich auf meinem Weg hierher traf, ebenfalls herbei, um die Aussicht zu genießen. Die Schönheit der Landschaft schien ihn nicht zu beruhigen. Um ehrlich zu sein, mein Prinz, wühlte mich dieser Magier ganz schön auf. Er murmelte etwas vor sich hin und wurde von Minute zu Minute wilder. Eure eingeschüchterte Folia. Und nein, der Magier war nicht wegen der schönen Aussicht hier. Da sind Zwerge, Reiter. Bogenschützen. Flammenwerfer. Der knicken. Das ist okay. Die sind eh immun. Einen rübergehen. So, die Flammenbogenschützen sind nämlich eigentlich. Ach, Flammenbogenschützen, weil die haben Flammenwerfer. Dann ist mir nur noch einer da, der macht kaum Schaden. So, ihr macht auch Druck und ran an die. Es ist einfach heftig, wie viel Rüstung die haben inzwischen. Und da habe ich das Talent nicht mal ausgebaut auf Maximum. Aber so mag das wohl sein. Wenn du 63% Rüstung hast, was soll dir passieren? Außer dass du magischen Schaden kriegst und dann sieht's halt doof aus.
Okay, war nicht nötig, den Schleier zu machen. Die Verringerung der Bewegungsreichweite ist doch kacke. Ansichtssache. Man gewöhnt sich dran. Ich spiele halt mit langsamen, stark gepanzerten Tanks. Die Schuhe bringen plus 15 Verteidigung, glaube ich. Ja, plus 15 Rüstung. Ich bin durch die Schuhe stark. Sucht in den Grabkammern nach dem alten Schatz. Mit der gekauften Schatzkarte wird doch irgendwas nicht stimmen.